so, kriegst du nicht den Fokus auf das Teil. Okay, dann brauche ich hier nicht weiter meine Ohren im Auto sauber machen und den Dreck hier verteilen. Aber wenn ich schon dabei bin, mache ich es trotzdem. Ist eklig. Jetzt hört Matze auch wieder. Ja, aber schlecht hören konnte ich ja schon immer gut. So, und zu Hause gibt's. Jetzt fahren wir nach Hause. Und da werde ich noch euch einige andere Tutorials zeigen, was ich immer so aufgeschoben habe. Und ihr wisst ja, wer mich kennt, ich bin ein Kaffee-Junkie. Fließen so mal gern 1-2 Liter morgens rein. Und meine Kaffeemaschine hat einen Arsch zugekniffen. Ich habe aber noch eine Ersatzmaschine im Keller. Und jetzt probiere ich gleich, euch mitzunehmen auf die Reise aus 2 mach 1. Erstmal auf die Reise in den Keller. Matze repariert oder zerstört. Wir gucken, lassen uns überraschen. Bis später. Tschüss. Ich bin jetzt selber gespannt. Die Hälfte meiner Wohnung befindet sich hier im Keller. Alter, das ist geil, oder? Da sind noch Walles Weihnachtskerzen. Hier steht noch eine Hantelbank. Kaffeemaschine ist da. Auf jeden Fall ist sie doch, oder? Bin ich bescheuert. Wenn ich mir das Genick breche, musst du das hochladen. Gibt Klicks. Sind wir mal gespannt. Wer meine Videos kennt, damit habe ich hier früher in den Keller trainiert. Hier hatte ich das Studio drin. Und hier der Klassiker, Arnold Schwarzenegger, sein Buch. Kennt ihr das noch? Soll ich das mal rausholen? Das ist witzig. Richtig oldschool Trizeps-Training. Das wollte ich immer als Poster haben. Alter, guck mal, wie vergilbt das ist hier schon. Ja, hier, guck mal. Innere Medizin. Der dumme Matze hat sich auf intellektuell gemacht und immer viel belesen. Die lagen doch bestimmt immer nur auf dem Tisch, wenn Frauenbesuch kam. Genau. Von einer sehr guten Freundin, Kummerkasten. Da war ich mal lange Zeit im Krankenhaus, hat sie mir hier einen Erste-Hilfe-Kasten gemacht. Ein Pümpel, wenn irgendeine Scheiße wieder das Hirn verstopft, bleibt doch kleben, wie man sieht. Du musst nur langsam genug gesehen, genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Ja, dann wollen wir mal sehen. Das Ding steht hier immer noch. Ja, wo soll ich denn in meinen Keller denn noch reinpacken? Ja, süße Maus. Ja. Ui, da freut sich aber jemand ganz doll. Ne? Bist du ganz aufgeregt? Bist du Samba-Tänzerin? Ja. Probier die hier erstmal auf dem Boden aus. Jetzt gleich Peng, Puff. Weiß ich gar nicht mehr, was da los war bei der Maschine. Da geht schon mal nicht der Anknopf. Sieht aber auch gut aus, wa? Ich mach mal Wasser rein. Probier die mal aus. Spülvorgang. Ja, aber das Geräusch ist nicht normal. Was ist denn normal? Alter Schwede. Hier. Ich glaube, da klemmt einfach irgendwas drin bei mir am Malwerk. Guck mal, das geht gar nicht auf die feinste. Einen improvisierten Schraubendreher. Kennt man doch, oder? Soll ich mal 1-2 wählen? Ich hoffe nicht. Nee, das klappt nicht. Eine Sekunde. Auf jeden Fall waren diese Schrauben schon mal draußen. Das erkenne ich. So, vielleicht sieht das ja die Longi und ich werde die Longi-Mitarbeiter. Wäre ja auch was, oder? Mhm. Sind wir mal gespannt. Wir nähern uns der Geschichte. Wie gut, dass ich so schönes Werkzeug habe. Ja, sag ich doch. Ach, da ist das Zahnrad, gut. So. Jawohl.
überall Schrauben, Teile. Ja, das fing ich jetzt. Jetzt kommt der Strom dazu. Fing ich ja hinterher weg. Jetzt hört sich's besser an wie vorher, oder? Ja. Ja, ich freue mir ein Loch in den Arsch, wenn es klappt. Das ist auch normal. Und es pumpt, Wasser pumpt. Sollte jetzt nicht so rein, aber gut, eigentlich stelle ich da meine Tasse runter. Erinnere mich bitte beim Rausziehen, wenn es jetzt nicht klappt, oder wir ein Foto machen, dass ich da das Wasser vorher ausschütte. Dann bin ich glücklich. Liebes DeLonghi-Team, dann bin ich bei euch demnächst Angestellter, oder? Aber wir gucken jetzt. Wir wollen nicht den Tag vor dem Abend loben. So, ich würde sagen, das reicht. Geil. Ich bin happy. Und die Maschine braucht ich nicht mal. Die ist ja auch noch kaputt. Werde ich reparieren und dann werde ich sie verlosen. An einen Fan. Aber sauber machen vorher, ne? Ja. Bestellen wir jetzt Fritzburger. Angus Bacon Cheeseburger Angebot. Nutzen. Oh, so. Das ist die Klobrille. Gut, oder? Die ist mir nach der Meisterschaft in den Arsch gegangen. Die braune Farbe war dran und dann habe ich da keine Kraft mehr gehabt. Da rumgeruckelt ist die rausgebrochen. Jetzt habe ich schon ewig keine neue gehabt. Jetzt schraube ich sie mal an. So. Alter Schwede. Das ist ein scheiß Winkel, ne? Lässt sich gar nicht abdrehen. Boah. Also lässt Matze das Ding dran und kauft einfach eine ganz neue Toilette. Genau. Jetzt gucken wir mal, wie das klappt hier überhaupt. Alter. Ja, in the Navy. In the Navy. Ach so. Der Liefermann war freundlich und ist noch warm auf jeden Fall. Das ist gut schon mal. Und dann lassen wir uns jetzt überraschen, wie das schmeckt. Wir sind gespannt. Schieß. Ah. Dann wird das Englisch sein, wa? Gut. Ich habe geschraubt. Schmeckt aber. So, damit auch die ungesunden Kohlenhydrate, die ungesunden, ist ja Off-Season, Massophase, nehme ich hier mal GDA und Enzyme, jeweils 2 Kapseln. Da ich durch die Antibiotika auch Verdauungsprobleme hatte, Enzyme, sonst brauche ich nicht so regelmäßig. Jetzt habe ich hier im Mund und womit spüle ich die runter? Genau. Gut, dann kann ich dich aber nicht mehr nach Hause fahren. So, wunderbar. Yummy, yummy. Erna. Erna, sagen wir Tschüss jetzt. Sagen wir Tschüss. Erna, sag mal Tschüss. Okay, Leute. Schubidubi. Das war's. Liebes DeLonghi-Team. Vielleicht neuer Werbepartner. Hollywood Matze, DeLonghi. Passt ja. Aber da müsst ihr mal eine neue Maschine springen lassen. Und Spaß beiseite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War ohne Training. Wie gesagt, war krank. Hab dieses Jahr, um ehrlich zu sein, noch gar nicht richtig trainiert. Und ich will euch auch nicht mit so einem langweiligen Kram wie Training belatschern, beziehungsweise da muss schon was Geiles passieren, dass ich schwere Gewichte bewegen kann. Und da gucken wir mal, wie lange das dauert, wann ihr das erste Training von mir seht. Aber ich sag jetzt, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und sag Schubidubi, Tschüss.